Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um die Vormax-Begrenzung bzw. die Vormax-Aufhebung vom 330i N52 B30 als Handschalter im E90. Genau, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr immer wieder mal auf der Autobahn unterwegs seid und die Wagen ausfallen wollt, lauft ihr in diese imaginäre Wand rein. Bei mir ist es laut Tacho 260 und laut der digitalen Geschwindigkeitsanzeige mit den Echt-KMH-Anzeige einkodiert durch Kali. Zeigt die immer 253 km/h an und da ist Sense. Und da geht es einfach nicht weiter. Das hat mich ziemlich gestört, weil ich öfter mal auf der Autobahn bin und es einfach mag, dass der Wagen so laufen kann, wie er kann und nicht irgendwie elektronisch eingebremst wird. Und da habe ich mich, als ich hier in Hannover war, mit Markus, nochmal schöne Grüße an BMW Coding Magdeburg, mich mit ihm zusammengeschlossen und wir haben die Vormax-Sperre bei meinem Wagen rausgenommen. Und ja, damit habe ich mich dann auf den Weg auf die Autobahn begeben. Dazu gibt es kleine Sachen zu erzählen. Einmal das Setup von meinem Auto. Es ist 330i E90 N52 Handschalter. Und zwar habe ich verbaut den Pipercross Luftfilter, den Performance Engine Dämpfer. Getankt war 102 Ultimate. Der Tank zu Beginn des ganzen Tests war mehr als halb voll. Zudem habe ich noch Standardgegenstände in meinem Auto drin gehabt von ungefähr 10 Kilo, wenn man das jetzt so genau nehmen will. Des Weiteren fahre ich 18 Zoll 255er hinten und 225 vorne mit dem BMW Styling 195. Und Reifen, die montiert sind, sind die Domnob Sportmax RT und nicht die RT2, also noch die älteren. Die habe ich jetzt seit 1,5 Jahren drauf. Genau, das Ganze habe ich gefilmt mit meiner GoPro. Man sieht einmal die digitale Anzeige und das analoge Tacho. Dabei noch kurz zu erwähnen, dass die digitale Anzeige die korrigierte ist und das analoge die unkorrigierte. Nee, genau, andersrum. Also die digitale zeigt die echte Geschwindigkeit an und das analoge die die dazu geschummelten km/h. Das habe ich mit Kali einkodiert und da wollte ich noch als Hinweis geben, dass die Geschwindigkeit, ich habe nämlich überlegt, das Ganze auch mit Kali noch dazu zusätzlich auszulesen und ein Video da irgendwie extra noch reinzuschnibbeln. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass die Geschwindigkeit, die Kali anzeigt, immer genau die gleiche ist, die auch das digitale Tacho anzeigt. Deswegen habe ich mir das Ganze gespart. In Verbindung dazu habe ich mein Handy genutzt mit einer GPS-Tracking-App, die auch den Neigungswinkel und auch, glaube ich, den Höhenunterschied anzeigt. Und das habe ich alles mit der GoPro gefilmt, das ist alles in einem Ding vorbei. Die App, die ich benutzt habe, die verlinke ich auf jeden Fall auch noch in der Beschreibung unten. Da hatte mich auch schon mal einer über Instagram mittlerweile gefragt, welche App das war, oder über Facebook oder über WhatsApp, aber ich glaube, das war Instagram. Und ja, deswegen will ich euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Einmal musste ich ein bisschen in die Eisen gehen, bremsen, weil mir da einer vor die Karre gefahren ist. Ich habe das Ganze auf dem Sonntagnacht gemacht und trotzdem waren super viele LKWs unterwegs und die Autobahn war verhältnismäßig für mich viel zu voll. Aber ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis, aber ich habe das Gefühl, dass da noch 1-2 km/h mehr drin sind. Aber im Endeffekt, für den Moment reicht's. Also ich wünsche euch viel Spaß damit. Achtet auf jeden Fall auch auf die Spritanzeige. Das ist echt krass. Also viel Spaß, Jungs. Ciao. Peace.
but I do know I got a Lambo, and if you don't suck, then you gotta scram. If you wanna roll with me on them low low, sing on the mic. Nah, girl, I ain't letting you go. If you wanna get with me, there's some things you gotta know. I like my beats fast and my bass